Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Jotun. Wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben. Wir haben gerade den ersten, nennen wir es mal, Tutorial-Boss erlegt. Und begeben uns nun in die nächste Welt. Die Leere. Ist irgendwo hin? Nein. Til að mæta hinum máttugu jötnum þarftu að finna rúnirnar sem eru faldar víðsvegar ríkin. Sigraðu jötnana og sannaðu þig fyrir goðunum. So, ja, das ist quasi auch unsere Hauptaufgabe in diesem Spiel. Wir müssen uns den Göttern beweisen, indem wir die mächtigen Kreaturen besiegen, um uns einen Platz in Valhalla zu erkämpfen. Jötunheim oder Jötunheim. Ich heile mich mal kurz, weil Mymir gibt uns lädt uns unsere Götterfähigkeiten wieder auf. So. Wir gucken uns mal ein bisschen um. Wie war denn das? Ach, das war die olle Blume. Ja, die ersten beiden Bosse habe ich gelegt, weil ich wissen wollte, was hier Phase ist, von wegen, das ist schwer. Ja, und da habe ich gesagt, naja, spielst einen Augenblick länger und guckst erstmal. Also normalerweise gucke ich mir immer nur so höchstens bis zum ersten Boss an. Und schaust dich mal lieber ein bisschen um. Kann ich hier wieder raus? Oh, Tatsache. Das ist cool. Keine verschlossenen Türen. Hin und her können wir reisen. Ist Mjölnir wieder voll? Tatsache. Wahrscheinlich würden wir auf der anderen Seite wieder starten. Von wegen der Kommentare, dass es so unglaublich schwer sei. Wach auf. Es nicht geschlagen zu werden. Weg hier, weg hier, weg hier. Kleine Taktik habe ich schon, also ist nicht. So, jetzt kriegt die Blume richtig eins auf die Fresse. Ja, Angst darfst du haben, ey. Aufs Maul. So. Nächste Phase beginnt. Nächste Angriffsphase. Oh shit. Das war knappes. Ich wusste nicht, dass das jetzt schon kommt. Und jetzt das mit der Blume? Ja. Und jetzt müsste die Gute wieder ausrasten. Hier schon mal die Wurzeln. Und jetzt haben wir eine Sekunde Zeit.
Auf die Fresse und jetzt kriegst du auch noch eins aus dem Maul. Ah, da können wir leider nichts gegen machen. Ach, das schon. Oh, das gab's auch noch. Genau, jetzt muss man hier die sich ein bisschen Platz verschaffen. Oh, ich habe sogar zwei Schläge frei. Raus, 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 raus. Nicht erwischt. Jetzt wachsen die, Beine nach. Und wir brauchen aber immer den Platz. Ach, Mist. Muss mich auch gleich mal heilen. Ganz gut einen abgekriegt gerade. Hört auf, mich hier rauszuschubsen, ihr Säcke. Ich will hier auch geheilt werden. Das Bein muss weg, das Bein muss weg. Das sind zu viele, ich komme da gerade nicht ran. Ich muss warten, bis die Tentakel da weg sind. Bevor ich wieder das machen kann, effektiv. Die müssen eigentlich gleich verschwinden. So gedacht. Da kommen wir mal mehr. Da sind sie weg. Ich habe mich mal kurz voll. So, zweite, dritte Schlag. Und jetzt kommen wir ran. Nein, jetzt kommt das Bein wieder. Mist. Zwei, drei. Na komm. Aufs Maul, Junge! Hab dich! Errungenschaft freigeschaltet. Vegetarier! Die Lehre. Gindungaragra. Og ég var fætt til að berjast. Nýju stormasumum nóttum eftir fæðingu mína nefndi faðir minn mig eftir þrumuguðinu. Faðir minn var höfðingi þorpsins. Ásamt bróðu mínu og áhöfn þeirra sigldi hann höfin á stærðarinnar langskipi og ávann sér bæði ríkidæmi og vegsemd. Mér var kennt að berjast á unga aldri. Viska móðu minnar, hugrekki föðu míns og sögurnar á goðunum veittu mér innblástur til að verða hinn fullkomni bardagamaður. Þegar ég hafði aldur til, gaf faðir minn mér mína ástkæru exi og hleyfti mér borð í langskip sitt. Wieder ein Teil der Hauptstory. So, links waren wir schon. Das, die Karte kennen wir. Das ist die aus dem ersten. Wenn ich jetzt richtig rate, dann denke ich, dass wir in je... Oh, hier würden wir sogar zwei bekommen. Hier sind zwei Götterschreine. Warte, das... geh weg. Das wäre der hier. Also weiter habe ich auch noch nicht gespielt. Ich habe keinen Plan, was auf uns zukommt. Aber das hier. Das ist doch ein Götterschrein. Und das hier drüben. Würde ich jetzt mal tippen, dass wir zwei Götterfähigkeiten bekommen. Wenn wir da reingehen. Und das probieren wir jetzt. What the fuck? Was ist, wenn ich jetzt hier lang will? Was geschieht hier auf dieser Seite? Okay, da muss ich anscheinend zwei Runen, einmal rechts, einmal links,
Okay, dazu müssen wir 2 Level schaffen wahrscheinlich. Um dieses Portal zu öffnen. Ich bin gespannt. Gehen wir doch erstmal in das erste rein, oder? Und schauen uns da um. Die Wurzeln von Yggdrasil. In der roten Yggdrasil. Auf Brunnen Quergelver uppsprette sinne. Auf honum renna allar heimsins ár. Wird's dann links gehen? Mal gucken, was das ist. Achso, wir sind ganz oben. Alles klar. Rechts, rechts. Aber eins kann das Karten lesen. Ich hoffe, das ist auch eine Verbindung. Ja, jetzt müsste hier irgendwas sein. Aha. Kann ich da wieder drauf? Nein. Okay, das ist quasi, wenn ich irgendwo falsch laufe, kann ich so wieder nach oben, ja? Ich verstehe, aber ich war richtig. Aha. Wartet, wir müssen da... dahin. Ich möchte zuerst zu dem Schrein. Dazu muss ich hier hoch. Geht das? Wieso geht das nicht? Wie soll ich denn sonst da hinkommen? Das macht doch keinen Sinn. Nee, Moment, ich bin da. Ich muss noch einen weiter. Kann ich hier runter? Nö. Viele Gefahren lauern nur auf uns. Was ist, bist du? Dich kann ich nicht kaputt schlagen. Hätte ja sein... Das leuchtet. Kann ich dagegen hauen? Es leuchtet. Ganz genau. Zu dir da drüben will ich. Was soll das? Du hast das richtig erkannt, mein Freund. Das ist ja Sinn der ganzen Geschichte. Das sieht aus wie Eier. Ich weiß nicht, ob Eier gut sind. Ich glaube irgendwie nicht. Um dorthin zu kommen. Wir sind jetzt da. Muss ich doch hier... Ich musste da oben hoch. Um dann den da runter zu spielen. Also der links von uns, der müsste uns runter und dann kommen wir da rechts rüber. Aber da gibt es doch keinen anderen Weg hin. Ach, das ist doch assi. Wie soll das denn gehen? Wenn ich jetzt den nehme. Na gut, folgen wir einfach mal dem Weg, mal gucken, wo es uns hinführt. Alles sehr verwirrend. Vielleicht brauchen wir auch eine Fähigkeit dafür. Sind jetzt da. Jetzt kommen wir zu dem nächsten Portal quasi. Hier. Der da. Obwohl.